Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich sitze gerade im Auto und heute ist ein sehr aufregender Tag. Da bin ich jetzt nämlich auch gleich unterwegs, denn ich habe heute einen freien Tag, ich habe mir heute einen Urlaubstag genommen und ich fahre mit einer ganz lieben Freundin, mit Martina, shoppen ins Designer Outlet Center. Ich war da schon seit 3 Jahren nicht mehr. Wir gehen vorher schön frühstücken in einem Lokal, wo ich auch noch nie war, am Neusiedlersee. Ich bin schon sehr gespannt. Das Wetter ist gut. Es scheint einmal die Sonne, was ja auch schon mal sehr aufregend ist, weil in den letzten Tagen war es immer sehr schier. Also ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich habe jetzt nicht besonders vor, wahnsinnig viel Geld auszugeben, aber einfach mal einen Tag lang rumlaufen und schauen und auch lustige Sachen anprobieren. Und ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich sehr drauf. Es ist schon sehr lange her, dass ich so einen Shopping-Tag mit einer Freundin hatte. Ja, ich habe mich auch gestern schon so gefreut, dass ich gestern schon alle möglichen Shops rausgesucht habe, die ich gerne besuchen möchte, und habe meiner Freundin auch schon eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einer Auflistung. Ich nehme euch mit beim Shoppen und dann stelle ich euch in diesem Vlog, weil das schon eine sehr oft gefragte Frage, okay, das ist jetzt eine komische, weil das schon eine sehr oft gestellte Frage war, ich zeige euch auch noch meine Handtaschensammlung. Und vielleicht kommt ja heute noch ein Teil dazu. Ich düse jetzt los und melde mich dann gleich mal, wenn wir bei der Frühstückslocation sind. Wir haben es geschafft. Wir sind am Neusiedlersee. Und da gehen wir jetzt in die Mole West. Da vorne frühstücken. Ein Riesenkohldampf. Martina auch? Ja. Ich glaube, wir werden uns auch ein Glas Prosecco genehmigen. Zur Feier des Tages, bevor wir dann unser Bankkonto ein bisschen beanspruchen. Wir sind angekommen beim Designer Outlet Center in Pahndorf und ich würde schon mal sagen, hier haben wir eine schöne sternteilgelbe Optik. Da machen wir ein Foto, wenn wir mit unserem Shopping-Ergebnis fertig sind. Erleben. Wir legen jetzt los. Martina ist in unserem Video. Hallo! Mal schauen, was wir als erstes sehen. Mittlerweile haben wir schon eine Sache gefunden und 2 Taschen, die fallen mir auch sehr gut, bei Coach und bei Pulla. Mal schauen, ich habe sie mir mal vorgemerkt geistig und mal schauen, ob wir sie dann holen oder nicht. Ich möchte ja nicht zu früh zu viel kaufen, sondern auch ein bisschen vergleichen. Wir hatten einen sehr erfolgreichen Shoppingtag und haben uns eigentlich recht gut zurückgehalten. Wir sind jetzt auch essen, weil wir haben Hunger. Wir haben seit dem Frühstück nichts gegessen, sind jetzt wie viele Schritte? Über 10.000. Über 10.000 Schritte gegangen in meinen neuen Chloé Slipper oder auch Schlappen. Und sie haben es gut ausgehalten, aber ich muss auch jetzt sagen, ich habe ein Blasenpflaster schon vorsichtshalber drauf getan. Das hat super funktioniert. Und jetzt sind wir bei Wagamama essen. Und ich schaue mir jetzt mal die Menükarte an, noch nie gegessen. Und hier habe ich übrigens eine neue Tasche. Hallihallo und willkommen zurück. Heute ist Dienstag. Einen schönen guten Morgen wünsche ich euch.
Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, weil ich bin dann um 19:30 Uhr nach Hause gekommen, war dann schon ein bisschen später. Bin ja um 9 Uhr weggefahren, gestern früh aufgestanden, heute sehr früh aufgestanden, aber noch zu gestern zurück. Ja, ich war fix und fertig. Wir haben dann nämlich noch 12.000 Schritte gemacht und ich finde, die waren echt nicht ohne. Habe mit meinen Kindern geplaudert, war duschen, habe mir Sex in the City angeschaut und bin todmüde ins Bett gefallen. Aber es war super cool. Ihr habt es, glaube ich, gesehen, wir hatten sehr, sehr viel Spaß bei unserem Shopping-Tag. Heute bin ich dann eben zeitig aufgestanden, habe schon Workout gemacht, war duschen mit meinen Haaren. Ich bin semi-zufrieden. Irgendwie finde ich das schon so komisch aus mit so einem Halfband. Aber sie sind noch zu schön, um sie komplett hochzuwursteln. Und irgendwie stört mich aber, ja, ich weiß nicht. Das schaut bei anderen so cool aus, aber bei mir selbst denke ich mir so, ja, ich weiß nicht. Dafür habe ich ein schönes Make-up oben. Ich habe nämlich von Vive Beauty den neuen Lidschatten ausprobiert. Und ich mag den. Passt auch super gut zur Jacke dazu. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich besorge Blumen und ein Frühstück. Und dann, ihr habt es schon am Titel des Vlogs gesehen, dreht sich alles um Taschen. Ich zeige euch meine Handtaschensammlung und sie ist gewachsen. Ich weiß auch, dass ich bei meinem Vlog beim Ausmisten gesagt habe, ich brauche keine neuen Taschen. Aber ich habe so einen Taschentick. Ich liebe einfach Taschen. Und bevor ich mir irgendwas anderes Teures kaufe, das ist irgendwie so, ja, das ist irgendwie so meine Sammelleidenschaft. Und jetzt kann man die Taschen wieder mehrfach tragen, weil jetzt können wir wieder rausgehen, wir können wieder essen gehen, wir haben wieder Dates. Und ja, jede Tasche in meiner Sammlung hat ihre Berechtigung und ist auch für einen bestimmten Zweck da. Ich zeige euch das danach. Ich habe ein bisschen Angst, es wird echt ein bisschen länger dauern. Und jetzt mache ich mich mal auf den Weg, besorge das, was ich besorgen möchte. Zu Hause angekommen habe ich hier schon mal ein paar meiner Taschen hergelegt. Frühstück, das ich jetzt gleich gemeinsam mit euch vernaschen werde. Und ja, habe hier gerade ein Foto gemacht für Instagram, da werde ich mich jetzt gleich hinsetzen, dann werde ich euch mal meine Taschensammlung vorstellen. Bin gespannt, was ihr sagt. Ich mache, dass ihr mich gut seht, dass da gutes Licht ist. Und ich dachte mir, bevor ich euch jetzt meine Taschensammlung vorstelle, starten wir mal mit dem, was ich gestern gekauft habe im Outlet Center. Also ich habe mich, wie gesagt, zurückgehalten und habe unter anderem von Swarovski einen neuen Ring gekauft. Ich trage ja vor allem Swarovski-Ringe und ein paar Pandora-Ringe. Ein richtig funkelnder, großer Ring. Meine Nägel würden jetzt frisch lackiert gehören. Aber ja, ich finde, wenn man ausgeht, mag ich das ganz gern, wenn der so groß ist. Also eine Sache darf ich nicht herzeigen, weil das ist ein Geschenk für meinen Mann zum Vatertag. Das bekommt er den ersten Vatertag. Und weil er meine Vlogs auch schaut, kann ich euch das jetzt nicht zeigen. Aber ihr seht es dann wahrscheinlich nächste Woche. Wir haben am Sonntag, dem 13. Juni, bei uns in Österreich Vatertag. Und dann bekommt er sein Geschenk. Ist auf jeden Fall vom Fossil. Ich habe noch ein Parfum gekauft. Wirklich sehr, sehr unspektakulär. Tommy Hilfiger. Girl, das Parfum hatte ich zu meiner Hochzeit. Das war der Duft, der mich einfach immer an meine Hochzeit erinnert. Am liebsten trage ich ja Chanel Chance Tendre. Und von Chloé das Parfum. Das ist einfach, für mich ist es einfach immer mein Hochzeitstags-Parfum. Dann habe ich meine Tasche gekauft. Also. Ich bin aus einem ganz bestimmten Grund ins Outlet Center gefahren. Ich wollte nämlich eine Tasche von Coach. Ich habe noch keine Coach-Tasche. Mir gefallen Coach-Taschen mal sehr gut. Das ist eine amerikanische Designer-Bag-Marke. Ich wollte eine weiße oder eine beige Tasche. Auf jeden Fall eine helle, weil ich habe hier hauptsächlich, wenn ich mich umsehe, schwarze Taschen, gelbe Taschen oder eine graue und eine braune Tasche. Aber ich habe nichts Helles. Ich habe eine Tasche gefunden. Gleich mal vorneweg. Ich liebe Taschen. Ich habe immer schon eine Tasche für mich gehabt und seit letztem Jahr, seit mein Mann mir meine Chloé Fee gekauft hat, habe ich auch einfach einen Designer-Taschentick. Bevor ich mir jetzt eine günstige Tasche kaufe von H&M, investiere ich lieber in ein langlebiges Stück mit mehr Qualität. Ja, wo ich einfach sage, das gönne ich mir, das leiste ich mir, das ist einfach so ein Stück, das schaue ich an und das ist für mich, ja, ich sage es einfach, ich habe einfach Bock auf Designer-Taschen. Ja, das ist einfach so gekommen und da habe ich Lust drauf und ich habe einige noch auf meiner Wunschliste und ich bin irgendwie so dieser leichten Sucht und Sammelsucht verfallen. Mein Mann sammelt Uhren, der hat glaube ich schon 6 oder 7 verschiedene Uhren und ich sammle Taschen, Kleider,
Schuhe. Also ich würde sagen, alles was Mode betrifft. Und ich finde einfach, Taschen kann man nie genug haben, man kann sie unterschiedlich tragen und ich liebe es einfach. Also gut, ich muss mich ja nicht rechtfertigen, weil ich einen Taschentick habe. Ich habe einen Taschentick, es ist einfach so, ich habe einen riesengroßen Taschentick und die neue Tasche ist hier drin von Coach. Ich packe sie aus, ich rede gar nicht mehr länger drum rum. Raus aus dem Beutel, das hier ist sie und sie ist einfach wunderschön. Das ist die Tasche. Das besondere Detail an dieser Tasche ist, und deshalb wollte ich sie dann haben, als ich sie gesehen habe, ist dieser Baststoff, der einfach so einen maritimen Sommer-Flair-Italien-Look, und sie ist perfekt für den Sommer. Ich habe ein paar Schuhe, so Kyle-Wedgie-Sandalen. Wenn ich euch hier ein Foto an, wo ich sie anhabe, da passt sie super zu. Sie passt aber auch dazu zu Sandalen, zu Birkenstock. Und ich wollte einfach eine helle Tasche, auch zu schwarzen, schönen High Heels mit einem schwarzen Kleid und dann einfach mit dieser Tasche so einen weißen Eyecatcher. Ja, also, ja, gefällt mir richtig gut. Typisch für Coach-Taschen. Innen drin hat man dann auch nochmal Rauleder in einem Braunton. Ich gebe jetzt hier mal die ganzen Kartons. Dinger, Papierdinger raus, die habe ich noch nicht rausgegeben gestern. Sie hat auf jeden Fall auch viele Fächer, mein Smartphone passt perfekt hinein, das ist mir auch immer sehr wichtig, weil ich habe ein recht großes Smartphone, das Galaxy S21 Ultra ist doch sehr groß. Hier einfach, noch einfach, noch einfach, hier hinten ein kleines Fach, einmal einen Zip. Drinnen ist der Stoff übrigens nicht Rauleder, sondern glatt in diesem Zipfach. An der Rückseite auch nochmal ein Fach, in dem ist die Rechnung drin, genau. Also da ist auch nochmal ein Fach und ich könnte sie sogar, wenn ich Lust habe, kurz tragen. Dann mache ich das einfach mit dem Riemen so. Was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass der Riemen silber ist, weil ich hauptsächlich Silberschmuck trage. Ich habe zwar sehr viele Taschen mit Goldelementen, aber ich wollte auch einfach eine mit Silberelementen. Also das war auch so ein, ja, warum ich mir die Tasche einfach gekauft habe, weil sie da silber ist. Ich kann sie aber eben auch Crossbody tragen. Und ja, also ich habe mich verliebt und sie war um 40% günstiger und deshalb finde ich, kann man im Outlet Center schon mal so eine Tasche kaufen. Also meine neue Tasche von Coach. Ich verpacke die wieder, ich habe nämlich echt einen Tick, alle meine Designertaschen sind, wenn ich einen Staubbeutel dazu bekommen habe, befinden sich im Staubbeutel drinnen. Ich hege und pflege diese Stücke sehr und die kommt da rein. Ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit der nächsten Designertasche, die neu ist. Und zwar meine Tasche von Pauline. Diese ist Second Hand. Das heißt, ich habe sie über Vestia Collective Second Hand gekauft. Sie kam aus Irland zu mir, was mich sehr freut. Das ist auch so eine Sache. Wenn man sich eine Designertasche kauft, hat man den Vorteil, wenn man das Stück wirklich hegt und pflegt und gut drauf aufpasst, es hat einen Restwert. Also es hat einen Wert. Natürlich, ich meine, ich werde mir nie eine Chanel-Tasche kaufen, weil mir persönlich Chanel-Taschen zu teuer sind und mir persönlich nicht gefallen. Sie sind wunderschön an anderen Menschen, bei mir nicht. Ich habe einen Tick für Chloé und ich hätte gerne eine Louis Vuitton, aber dazu später. Wenn man sich jetzt eben eine Tasche kauft, also zum Beispiel diese Chloé haben wir ganz neu in Venedig, also ich stelle die jetzt gleich mal vor, das war das erste Stück Designertasche, so richtige Designertasche, die ich bekommen habe von meinem Mann in Venedig letztes Jahr. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich diese Tasche habe, das war absoluter Zufall. Wir sind nicht in das, also es gibt dieses Luxuskaufhaus, das ist da von Daki Tedeschi, mitten in Venedig bei der Rialto-Brücke und wir sind einfach nur reingegangen, weil wir gesagt haben, okay, oben gibt es einen wunderschönen Blick über Venedig. Ich gebe euch hier die Fotos rein. Also auf jeden Fall ein Tipp, wenn ihr in Venedig seid, darauf. Das kostet nichts. Ihr braucht nur einen Timeslot buchen. Ihr könnt drauffahren. Oberstes Stockwerk, dann seht ihr richtig schön über den Canal Grande. Wenn man schon im Kaufhaus drin ist, schaut man auch durch. Mein Mann hat sich eine Uhr gekauft und dann gehen wir so durch und es gibt Bulgari. Ach Gott, Bulgari hätte ich auch so gerne eine Tasche. Die sind auch so toll. Na egal. Und wir gehen so durch und auf einmal sehe ich diese Tasche und es war halt Sale. Wir waren im August dort. Und ich sehe diese Tasche und ich sage so, oh, ich wollte schon immer wirklich, seit 3 oder 4 Jahren, ich habe sie gesehen, ich hätte sie, also ursprünglich wollte ich sie in schwarz, jetzt bin ich wahnsinnig froh, dass ich sie in Taupe habe, weil ich habe so viele schwarze Taschen, ich brauche nicht noch eine schwarze Tasche. Und jedenfalls, ich muss sie streicheln. Und ich sage so, naja, ich frage mal, wie viel die kostet. Und die Dame nimmt mir die Tasche runter, ich probiere sie an und sie sagt halt dann den Preis. Und sie hatten 30% auf Chloé Fee und dann nochmal 20% oder 30% generell Summer Sale. Also, diese Tasche kostet original, ich glaube, 1400 Euro und wir haben sie um, ich glaube, 850. Und ich hätte sie mir auch selbst gekauft. Aber mein Mann hat gesagt, nein, er schenkt sie mir, er kauft sie mir zum Hochzeitstag, weil ich habe ihm die Venedig-Reise geschenkt. Ich habe das selbst bezahlt und das war mein Geschenk an ihn. Und er hat gesagt,
Dieses Geschenk kriege ich zurück, ausnahmsweise zum Hochzeitstag. Und ich liebe sie und ich werde diesen Moment niemals vergessen, als wir sie gekauft haben, als wir aus dem Kaufhaus rausgegangen sind, als ich diese Tasche hatte. Ich habe mein Grinsen den ganzen Tag nicht aus dem Gesicht bekommen. Mein Mann hat dann gleich zu mir gesagt, er braucht jetzt ein Bier, weil er muss das mal verdauen, dass er mir eine Tasche um 800 Euro gekauft hat. Weil ich meine, wir reden hier schon von 800 Euro, das ist wahnsinnig viel Geld, ja. Also Normalpreis 1400 Euro, das ist sehr, sehr, sehr viel Geld, ja. Etwas, auf das ich sonst normalerweise hinspare, ja, dass man nicht einfach so, also ich kann es mir nicht einfach so kaufen und ich finde, es ist auch schön, dass man, wenn man jetzt wirklich ein Designerstück kauft, dass man es nicht einfach so aus der Hand schüttelt, sondern dass man da wirklich drauf hinspart, dass man sich das lange überlegt, dass man dann eine Freude hat. Das ist einfach ein besonderes Geschenk an sich oder an jemand anderen, finde ich. Und er hat dann gleich gesagt, er braucht ein Bier, muss das verdauen. Ich habe gesagt, ja, ich brauche noch ein Bellini und wir haben dann gleich diese Tasche ins Hotel zurückgebracht, weil er hat gesagt, ich bin schusselig, er hat gesagt, ich kenne dich, du schmeißt es in den Kanal rein. Dich rempelt einer an, die fällt runter, du vergisst es irgendwo, wir müssen die Security Bag, wir müssen sie auf jeden Fall zurück ins Zimmer bringen, haben sie zurückgebracht und ich habe auch lange gebraucht, dass ich sie das erste Mal trage, weil ich mich einfach gar nicht getraut habe, diese Tasche im Alltag zu tragen. Gleichzeitig denke ich mir, es ist schade, wenn sie nur zu Hause bleibt, also trage ich sie eben zu besonderen Anlässen, wenn ich schön essen gehe und so weiter und so fort. Sie bleibt auch immer in ihrem Staubbeutel, sie ist nie draußen, sie kriegt kein Tageslicht zu sehen, außer ich trage sie. Und das ist eben ein Chloé Fee Modell, das den Vorteil hat, dass man es auch wirklich schön anpacken kann, im Farbton Taupe. Hier drinnen gibt es dann auch ganz viele Fächer, hier hinten haben wir auch nochmal ein kleines Fach. Und ja, also ich liebe diese Tasche, das ist mein absoluter Liebling von allen Taschen, das ist mir die allerliebste. Zur Zeit. Und wenn man sich so ein Stück kauft und man sagt dann aber irgendwann, okay, in 4 Jahren, man tragt sie sehr selten, man sagt in 4 Jahren, gut, mir ist es das jetzt nicht mehr wert, ich brauche sie nicht mehr oder ich habe mir eine andere Tasche gekauft. Ich möchte jetzt nicht 40 verschiedene Taschen haben, sondern ich kaufe mir eine, habe eine Freude mit dieser Tasche, verkaufe sie dann zum Beispiel weiter. Um mir etwas anderes kaufen zu können, hat so eine Tasche immer noch einen Restwert von 700 bis 800 Euro. Also man kann sie dann auch nochmal verkaufen, je nachdem natürlich, wie gut gepflegt sie ist. Da gibt es verschiedene Plattformen, unter anderem im Vestia Collective, wo man das auch über Provision und so weiter, aber wo das auch wirklich ein sicherer Kauf ist, wo man auch die Sachen einschicken kann. Die werden dann geprüft. Also die werde ich nicht verkaufen. Niemals. Niemals. Und ich werde sie jetzt auch gleich in den Staubbeutel zurückgeben. Ich bin da wirklich, wirklich sehr pingelig. Hab den Staubbeutel wieder, kommt wieder hinein. Sehr, sehr gerne hätte ich den Chloé Fee Lederrucksack, der genau das Modell ist, in schwarz als Rucksack und zwar nicht den Mini, sondern den großen. Wird nicht mehr produziert. Er kostet aber 700 Euro gebraucht und das ist mir dann, da bin ich dann auch ein bisschen knausrig. Ich glaube, ja, also für mich muss so eine Tasche immer, es muss immer im Verhältnis stehen. Bei Vestia Collective habe ich auch von Pauline in Paris, ihr habt sie schon gesehen auf diversen Fotos, das ist die, da steht sie drauf, die Pauline Numero 1 Nano. Diese Tasche hat den großen Vorteil und Unterschied zu allen anderen Taschen. Man kann sie super crossbody tragen, weil sie hier hinten den Verschluss hat. Das heißt, wenn ich sie trage, liegt diese Tasche immer an dem Körper dran, was super cool ist. Man kann sie aber eben auch hier tragen. Es gibt das Modell auch noch in groß, also das ist eben die Numero 1 Nano und dann gibt es das größere Modell. Das größere wäre mir fast wieder zu groß, weil da habe ich meine Sea by Create, die dann auch gleich kam. Hier hinten gibt es ein kleines Fach zum Beispiel für eine Kreditkarte oder einen Ausweis. Die Tasche macht man so auf. Hier steht das Logo, Pauline, französische Marke. Ich kann die Tasche hier in diesen Druckknöpfen öffnen, damit ich mehr reinbekomme bzw. leichter anfühlen kann. Hier drinnen gibt es hier hinten noch ein Fach. Aber es reicht vollkommen aus. Ich hatte sie gestern zum Shoppen mit. Drinnen ist mein Smartphone, ein ganz, ganz schmales kleines Geldbörsel, ein Lipgloss. Ich hatte mit meinen Autoschlüssel und meine Kamera. Also die geht hier rein. Die habe ich eben gebraucht gekauft, das ist Secondhand. Dann kommen wir jetzt zur nächsten Tasche, die ich auch gebraucht gekauft habe. Hier handelt es sich aber nicht um Vestia Collective, sondern um Mädchenflohmarkt. Beim Mädchenflohmarkt habe ich die kleine Chloé Fee Mini gekauft. Die ist wirklich sehr, sehr mini, die soll auch so sein. Das ist quasi wie eine Art Geldbörse. Man kann sich hier an den Löchern noch einstellen. Es ist so eine kleine Tasche, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt wirklich nicht viel mehr mit, außer es geht sich mein Smartphone genau drinnen aus. Also ihr könnt hier Ausweis rein tun, Kreditkarte, Bargeld auch, beziehungsweise eine Bankomatkarte. Ein Smartphone geht sich aus, es geht ein kleiner Lippenstift, es geht ein Lipgloss rein, es wird ein Tampon reingehen. Also es ist wirklich so, wenn ich sage, okay, ich brauche nicht viel mit, ich nehme nur das Notwendigste, finde ich die sehr schön. Ich glaube, die wird auch nicht mehr produziert. Hellrosa Nude-Ton, hier einen Braunton. Und die kommt auch gleich wieder in ihren Staubbeutel. Das waren jetzt mal die ersten drei Designer-Handtaschen.
Dann kommen wir auch noch zu einer Designer-Handtasche, die ich euch ja schon im Vlog vorgestellt habe. Die Marc Jacobs The Tote Bag. The Tote Bag, ja. Ja, ich habe euch eigentlich alles dazu schon vorgestellt. Große, große Liebe habe ich bei Fashionette gekauft. Was da alles drin ist. Also, ja, da sind ein paar Sachen drinnen. Unter anderem, ich war beim Zahnarzt. Ich habe hier nämlich, ich habe oft in meinen Taschen Zahnbürsten drin. Dann ein Desinfektionsspray, Taschentücher, Blasenpflaster. Pflaster für die Kinder. Wahrscheinlich waren wir da bei einem Ausflug, Kugelschreiber. Ja, geht wahnsinnig viel rein. Ist meine größte Tasche. Größte normale Tasche, die ich habe und die ist super praktisch, um auch einen Laptop und so weiter reinzugeben. Gibt es in verschiedenen Farbtönen, in verschiedenen Größen. Es gibt noch die Größe, die Traveler Size, das ist die normale Größe. Empfehlung für die Tote Bag, die kam mit keinem Staubbeutel, aber ist jetzt nicht so dramatisch. Zu Weihnachten 2019, das war mein Geschenk an mich und sie ist die meistgetragenste Tasche von allen Taschen, die ihr hier seht. Und ich liebe sie heiß und ich bin so froh, es gibt sie leider nicht mehr in diesem Modell, aber das sind einmal, also ich sage euch mal die Marke, sie bei Chloe, ist quasi eine, gehört zu Chloe dazu, ist aber die günstigere, jugendlichere Marke. Also Chloe positioniert sich meiner Meinung nach schon im Segment von eher so für, also ich hoffe, ihr wisst jetzt, wie ich das meine, ja eher so für die Frau, für die Businessfrau. Und sie bei Chloe ist dann einfach auch für 20 Plus, ja, also auch für Jüngere, weil die Produkte auch weniger kosten, weil diese Tasche kostet 440, glaube ich. Ich habe sie damals mit Prozenten gekauft, ich hatte einen Gutschein. 440 Euro ist halt ein großer Unterschied zu Chloe Fee, die 1400 Euro kostet, also kann man ruhig mal so sagen. Ich liebe sie heiß, sie hat zwar Gold und das war meine erste Tasche, die so Goldelemente hatte, aber das finde ich geht auch mit Silber, das stört überhaupt nicht. Sie hat wirklich sehr viel Stauraum, ich trage sie sehr oft, sie hat noch fast keine, ich meine, das Leder wird halt gebraucht, du siehst fast keine Gebrauchserscheinungen. Ja, da ist auch, geht viel Stauraum rein. Hier vorne könnte man sogar auch bei diesen, ja, Dingern da was reintun. Hier habe ich noch eine weitere Tasche von sie bei Chloe. Das ist die Kamera Bag, ich glaube auch Joanne. Ihr seht, die Modelle sind alle ziemlich ähnlich. Sie haben diesen, was typisch für Chloe ist, eben solche Ringe, hat sie hier auch. Und bei den neuen Modellen sind dann solche Fransen dabei. Das ist so eine kleine Tasche, ich habe sie mir auch, sie war erstens im Silber Fashionette und dann eben auch noch mit Prozenten, ich gehöre auch zu den Leuten, das habe ich letztens mit einer Leserin besprochen. Ich gebe euch jetzt mal einen Tipp, oft bekommt man ja bei Newsletter-Anmeldung 10% im Shop. Man kann sich an- und abmelden, 10% sind 10% oder ich habe zwei verschiedene E-Mail-Adressen. Ja, also da schaue ich natürlich auch, dass ich ein bisschen sparen kann, weil 10% sind 10% und wenn eine Tasche 200 Euro ausmacht, sind das 20 Euro. 20 Euro mehr oder weniger zahlen. Da kann man drauf schauen, also Newsletter-Anmeldungen sind immer sehr gut. Diese Tasche hier kann ich vorne aufmachen, da habe ich zum Beispiel Kamera-Akku manchmal drinnen. Das ist diese Tasche zum Beispiel wie so eine Zweittasche. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rucksack trage, so war ich auch in Schönbrunn im Februar, wenn ich jetzt meinen Rucksack trage, trage ich die Tasche zum Beispiel vorne Crossbody, weil im Rucksack hinten habe ich viele Sachen, wo ich nicht so schnell rankomme, aber da kann ich rein tun. Geld, Ausweis, Kamera, Ersatz-Akku, dass ich schnell wechseln kann, Smartphone. Und in den Rucksack hinten habe ich zum Beispiel drin Proviant, Trinkflasche, Taschentücher und sonstige Sachen. Also diese Tasche gibt es auch in sehr, sehr schönen verschiedenen Farben. Zum Beispiel, ich glaube, in so einem schönen Blauton oder Rosaton. Ich glaube sogar in Braun. Also die kann ich auch empfehlen, ist sie bei Chloe. Damit haben wir mal alle die Designer-Bag-Taschen fertig. Und jetzt, obwohl Liojo ist eigentlich auch Designer. Aber halt Premium, also auch auf jeden Fall leistbar. Italienische Marke, Rucksack. Letztes Jahr für Venedig gekauft, seitdem oft getragen und werde ihn auch auf jeden Fall auf die nächste Städtereise mitnehmen. Er hat super viel Stauraum, wahnsinnig viele Fächer. Er trägt sich gut, was ich sehr, sehr schön finde an diesem Rucksack generell von Liojo. Da habe ich gestern ein ähnliches Modell gefunden mit Silber und silbernen Studs oder Sternen drauf. Was bei diesem Rucksack auch toll ist, wenn ihr ihn tragt. Er kippt nicht nach vorne weg, was ich nämlich nicht mag, ist, wenn ich beim Rucksack hier so viel freie Fläche habe und der Rucksack so bei meinem Rücken hängt. Also das geht gar nicht. Den kann ich euch auch empfehlen von Liojo. Einen Rucksack. Jetzt hätten wir mal diese Taschen fertig. Ich zähle sie dann zum Schluss durch, damit ich weiß, wie viele Taschen ich habe. Ich will es nämlich gar nicht wissen. Ich muss jetzt zwischen noch mal kurz meinen Kaffee trinken, weil es ist jetzt schon halb zwölf und ich habe noch nichts gefrühstückt. Und ich habe jetzt echt Durst und Hunger. Ich werde jetzt auch noch schnell ein paar Erdbeeren essen und dann stelle ich euch die restlichen Taschen gleich vor. Da bin ich wieder.
weiter geht's mit den restlichen Taschen von meiner Sammlung. Ich würde sagen, ich fange jetzt mal bei... Oh, da sind ein paar Taschen drin. Fangen wir mal bei Quart-Taschen an. Hier ein aktuelles Modell von H&M. Das habe ich euch im H&M-Haul-Vlog schon vorgestellt. Weil meine große Shoppertasche kaputt gegangen ist, habe ich mir einmal eine mit schwarzem Leder gekauft. Die riecht so richtig herrlich nach Urlaub. Wie diese Strandmatten, die es früher gab, wenn man sich im Freibad oder zum Strand hinlegt, ist viel Platz drin. Nehme ich total gerne zum Einkaufen, zum Lebensmittel einkaufen, aber eben auch ums für den Strand, für den Park, wenn ich was mitnehmen möchte im Auto, wenn ich zu einer Freundin fahre, wenn ich was mitbrauche. Also ich liebe diese Taschen, weil sie halt einfach robust sind und viel reingeht. Einmal in schwarz. Dann habe ich so ein Modell noch mit beige. Auch mit diesem Chalky. Hier drin sind noch kleine Taschen. Da geht auch sehr viel Platz rein. Die mag ich auch sehr gerne. Ist auch von H&M. Wenn es aktuell ist, wie gesagt, verlinke ich sie euch unten. Die ist etwas kleiner als die. Deshalb geht die eine in die andere rein. Und dann habe ich noch diese Tasche. Steht da eine Marke dabei? Ich habe die mal bei Zalando gekauft. Ich weiß aber leider nicht mehr, von welcher Marke. Ich schaue nach, wenn ich es weiß, schreibe ich es hier rein oder unten. Ist eben auch so eine schöne Tasche für, ja, auch für den Strand. Kann man immer brauchen. Sage ich halt mal so. Und dann habe ich hier noch dieses Modell, das habe ich letztes Jahr gekauft. Die ist sehr robust. Wow, da hat es jetzt gestoppt. Hat innen auch einen Stoff. Ist von der Marke Glamorous. Hat hier dieses Tuch schon dabei gehabt, was ich auch so nett finde. Und da geht auch ein paar Sachen rein, die man mitnehmen kann. Schaut super, super schick aus und super schön bei einem weißen Sommerkleidchen. Ich musste mal eben den Akku wechseln, weil der Akku leer gegangen ist. Dann kommen wir zu den restlichen Taschen. Wobei hier einige Taschen dabei sind, die ich nicht alltäglich nutze. Da hätten wir mal eine Tasche. Meine Harry Potter Tasche. Die ich niemals hergeben werde. Niemals. Habe ich mir bei Primark gekauft für meine London-Reise 2018. Da war sie auch mit. Und ja, das ist einfach für ein Potterhead ein Muss. Ich habe sie bei Primark gekauft. Ich hatte sie dann eben in London mit. Und ja, also die gebe ich nicht her. Die trage ich auch gerne. Wirklich, tatsächlich draußen. Mich hat mal eine Freundin gefragt, ob du diese Tasche wirklich tragst. Ja, ich werde 36 und ich trage die auch im Herbst zu einem passenden Outfit mit Doc Martens Boots und einem schönen Kleid und einem Mantel. Nehme ich die auch? Warum nicht? Ich meine, wir reden hier von Harry Potter. Nach dieser Harry Potter Tasche kommen wir dann noch zu anderen Taschen, die ich habe, wenn mal das passende Event wartet. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich diese Tasche nicht hergeben sollte, ob ich die wirklich brauche. Doch, die hatte ich in Venedig. Ja, ich zeige euch ein Foto. Doch, die brauche ich. Ich habe nämlich gelbe High Heels und die passen perfekt zu diesen gelben High Heels. Und ich habe keine andere gelbe Tasche, die dazu passt. Gut, die Tasche hat einen Sinn. In meiner Welt. Dann haben wir noch eine ganz normale klassische schwarze Tasche von Anna Field mit einem Riemen. Ja, kann man auch immer brauchen, wenn man wirklich was ganz, ganz Schlichtes, Basic-mäßiges haben möchte. Dann habe ich hier noch eine Klatsch, die man hier cool tragen kann. Muss auch zum Outfit passen. Dazu habe ich eine silberne Klatsch, die zu meinen silbernen High Heels passt, die ich euch hier gerne einblende, die ich nun mal wieder anziehen muss. Dann haben wir, okay, das ist so eine Tasche. Ich habe ein Trachtenkleid, in das ich wahrscheinlich gar nicht mehr reinpasse, aber ich habe ein Dirndl und dazu auch noch eine Tasche, falls ich dieses Dirndl jemals wieder anziehen werde. Falls es jemals wieder, ich bin ja auch kein großer Oktoberfest-Fan. Ich habe mir das damals für ein Event gekauft von einem Kunden, also von einem Kooperationspartner. Und es war super cool auf der Wiesn im Prater, aber ich bin eigentlich überhaupt kein Oktoberfest-Fan-Mensch. Das ist eigentlich nichts, was ich wirklich, wo ich sage, da gehe ich jetzt gern hin. Da gehe ich lieber auf ein Festival. Auf ein Festival gehe ich sofort und da brauche ich, glaube ich, ich habe sie einfach mal, weil falls irgendjemand mal sagt, Sabrina, hast du eine Tasche für mein Dirndl? Kann ich sagen, ja, ich habe eine Tasche. Eine Tasche, die ich sehr gerne mag, Love Moschino. Ganz, ganz schlichte Tasche, zu Kleidern passt. Trage ich oft im Herbst und im Winter und gerade zu Weihnachten zu roten Kleidern sehr gerne mit Doc Martens Boots, mit meinen Molly Stiefeln oder den Chelsea Boots von Doc Martens. Passt die sehr gut. Dann habe ich meine Guess Double Pooch. Double Poche Pochette. Ari oder so heißt die. Mag ich gern, habe ich sehr oft getragen, trage ich immer wieder. Gerade auch, wenn es sehr schlicht sein soll. Eben ist auch so für mich so eine typische Winter-Herbst-Tasche zu Doc Martens und Boots. Finde ich sowas richtig, richtig lässig. Dann meine LYDC London.
Tasche, die sehr extravagant hatte ich zum Festival, wäre für mich auch wieder die perfekte Festivaltasche. Hat sehr auffälliges Design vorne mit diesem Aug. Geht auch einiges rein. Oh, da ist ein Kugelschreiber und eine Rechnung. Geht auch einiges rein. Ist aber schon sehr, sehr gebraucht und abgeschlossen. Da sieht man es, glaube ich, am Verschluss ganz gut. Mein Handy bimmelt. Ich habe es nicht auf lautlos gestellt. Das will ich jetzt mal schnell. Die letzte Tasche, dann hätte ich alle Taschen durch. Ich habe keine Tasche vergessen. Die letzte Tasche ist ein bisschen oldschool aus London, Camden Market. Echt Ledertasche, die auch personalisiert ist. Die habe ich mir eben bei Camden Market gekauft. Und ja, ist immer so ein Erinnerungsstück in Sterntalgelb und hat hier auch eine Sabrina Sterntal Widmung in der Tasche drinnen. Da geht viel rein. Das ist auch so eine, ja, so eine Tasche, die man auch immer gut kombinieren kann und brauchen kann. Hat so eine ähnlich, also ist auch ein Riemen dabei, der ist noch drinnen in der Tasche, als Crossbody zum Tragen. Hat so einen School, Old School Look. Das war's. Das sind alle meine Taschen. Ich zähle sie jetzt durch. Ich weiß es nicht auswendig. Ich schreibe euch jetzt hier die Zahl rein. Wenn ich den Vlog schneide, werde ich mich mal schrecken, wie viele Taschen ich habe. Ah! Und ich wollte hier noch sagen, was auf meiner Wunschliste steht. Okay, das sage ich euch jetzt auch noch ganz, ganz schnell. Auf meiner Wunschliste steht noch eine Louis Vuitton Cousin. Ich glaube Cousin. Ich kann kein Französisch, also nicht sehr gut. Blendet sie euch ein. Super schöne Tasche, sehr teure Tasche. Und das wird höchstwahrscheinlich, falls ich nicht eine andere Tasche sehe, aber die mag ich schon sehr, sehr gerne, vielleicht mein Geschenk an mich zu meinem 40. Geburtstag sein. Da muss ich sehr viel Geld sparen und mal schauen, ob ich sie mir dann auch wirklich leiste. Oder alternativ auch eine Bulgari Serpenti. Blende ich euch auch ein. Eine klassische, schöne, schwarze Tasche noch. Und dann wäre auf meiner Wunschliste noch eine Chloe Seabag. Blende ich euch auch ein. Beziehungsweise eine Chloe Woody. So eine Umhängetasche, Shoppertasche. Blende ich euch auch ein. Mal schauen, was als nächstes einzieht. Jetzt mal erstmal nichts. Aber wir planen ja nach Italien zu fahren im Juli und da möchte ich wieder in das Kaufhaus in Venedig und mal schauen, welches Stück ich mir da mitnehme. Wir sind aber auf jeden Fall eine sehr, sehr große Freude mit meinen Taschen. Ich freue mich, dass ich jetzt wieder ganz, 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 ganz viele Taschen tragen kann, weil wir jetzt wieder mehr rausgehen können, weil wir wieder Dates haben können, weil wir wieder essen gehen können, weil wir schick machen können. Und da werde ich diese Sachen auch alle tragen. Und ich habe jetzt sicherlich eine halbe Stunde über Taschen gesprochen. Ich hoffe, es war für euch sehr interessant. Vielleicht habt ihr die eine oder andere Tasche gefunden, wo ihr sagt, hey, so eine hätte ich auch noch gern, so eine kann ich noch brauchen. Ihr könnt mir gerne unten kommentieren, ob ihr Designer-Handtaschen habt, normale Handtaschen, ob ihr vielleicht gar nichts an Handtaschen findet und dafür einen anderen Tick habt, gerne andere Sachen sammelt, ob ihr was auf eurer Wunschliste habt, erzählt mal. Sagt mir auch bitte gerne, dass ich nicht die einzige Frau mit so einem Taschentick bin, weil das ist ja sonst schon ein bisschen bedenklich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich lasse diesen Vlog jetzt auslaufen. Es ist eigentlich ein sehr kurzer Weekly-Vlog, eigentlich nur 2 Tage, aber es würde sonst den Bogen überspannen. Und wir waren gemeinsam einkaufen, ich habe euch meine Sachen vorgestellt und ich freue mich schon auf euer Feedback zu meiner Taschensammlung.